Hey liebe Flossenfreunde, das heutige Video entsteht zusammen mit einem Seminar der Uni Regensburg. Regie führt heute komplett die Carina und die Moni. Hi, ich bin die Carina. Ich bin die Moni. Und heute geht es um die geschichtliche Entwicklung der Steinernen Brücke hier in Regensburg. Und es ist ein historischer Kinderfilm für den Sachunterricht. So schön, dass man wieder mit Steinen an der Brücke laufen kann. Ja, zum Glück. Ich finde, die hat echt was Magisches. Tja, hier hat ja auch der Teufel sein Unwesen getrieben. Wie eine uralte Sage erzählt, schloss einst im Mittelalter der Brückenbauer mit dem Baumeister des Domes eine Wette ab, welches Bauwerk früher vollendet sein werde. Nachdem der Dombau viel schneller voranging als der Brücke, schloss der Brückenbaumeister einen Pakt mit dem Teufel. Er würde die ersten 3 Seelen, die über die Brücke gehen sollten, bekommen. Dafür würde er beim Brückenbau helfen. Der Teufel hielt Wort. Der Brückenbaumeister gewann die Wette. Die Brücke wurde feierlich eingeweiht. Bevor aber die Würdenträger sie betraten und damit Gefahr liefen, ihre Seelen an den Teufel zu verlieren, scheuchte der ausgefuchste Brückenmeister 2 Hähne und einen Hund über die Brücke. Aus Wut über diese List versuchte der Teufel, die neue Brücke gleich wieder zu zerstören, was ihren gekrümmten Verlauf erklärt. Bei dem berühmten Brückmandel handelt es sich der Sage nach um den Erbauer der steinernen Brücke, der schaut, wie hoch die Domtürme schon emporragen. Ach komm, erzähl doch nicht so einen Schmarrn. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie alt die Brücke schon ist. Wieso? Ist die etwa schon über 100 Jahre alt oder was? Ach, die ist schon viel, viel, viel älter. Die wurde gebaut, da gab es noch keine Autos oder Maschinen. Da wurde alles von Hand gefertigt. Außerdem war sie lange Zeit der einzige Weg, um die Donau zu überqueren. Für die damalige Zeit außergewöhnlich war, dass der Brückenbau nicht von einem Kaiser, König oder der Kirche in Auftrag gegeben worden ist, sondern von den damaligen Bürgern und Kaufleuten von Regensburg. So wollten sie ihren Fernhandel mit Gewürzen nicht nur über Wasserwege, sondern auch über Landwege sicherstellen. Um auf die andere Seite der Donau zu gelangen, wurde somit eine befestigte Steinbrücke errichtet. Dadurch führte einer der wichtigsten Handelsrouten über die steinerne Brücke in die Stadt Regensburg und brachte der Stadt Einfluss und Wohlstand. Die Brücke wurde damals schon so stabil gebaut, dass sie Kriegen, Feldzügen, Hochwasser, Eis und vielen weiteren Geschehnissen standhielt. Man nutzte hierbei einen wasserfesten Beton, der es ermöglichte, einen festen Grund unter Wasser zu bauen. Und damit hatte man Erfolg, denn noch heute steht die Brücke und ist eine der beliebtesten Attraktionen in Regensburg. Im Laufe der Zeit musste sie natürlich trotzdem mehrmals saniert werden. So musste auch das beliebte Brückmandel schon 2-mal ausgetauscht werden. Der Teufel hatte also seine Hände gar nicht im Spiel. Ach, das ist doch nur eine Sage gewesen. Außerdem gibt es den Teufel gar nicht. Tatsächlich hat auch der Dombau erst 100 Jahre später begonnen. Das war unser Video über die steinerne Brücke. Regie geführt haben heute komplett allein die Moni und die Carina. Wenn ihr den beiden also einen lieben Gruß da lassen wollt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Und nächste Woche kommt ein richtig cooles Video von uns, ein sehr aufwendiges Projekt. Ja, am Morgen gehen wir vielleicht ein wenig auf Zelten oder wie schaut's aus? Der Kerl, der kommt auch da drin vor.